großes Kino, ein Tieflader. Wir sind in Becking bei der Gebrüder Schwinn. Saarländer steht drauf. Ein Scania ist die Zugmaschine und der ist lang. Er hat mehrere Achsen. Ist dann was entsprechend vorzubereiten? Ja, Tieflader muss auseinandergebaut werden. Ist ein abnehmbarer Schwanenhals, da tue ich mir koppeln jetzt das vordere Teil mit dem hinteren Teil ab, für dann von hier halt die Maschinen aufzuladen. Echt? Da steht er jetzt, unser Dumper. Das ist krass, oder? Das ist jetzt noch nicht der größte, oder doch? Doch, der Dom müsste jetzt der größte sein. Das Verladen eines Baggers. Ja, der muss jetzt weg von der Baustelle, beziehungsweise hier, wir werden den Dumper verladen, kein Bagger. Aber Bagger stehen hier auch, die könnten auch verladen werden. Es hat die ganze Zeit geregnet und wir holen jetzt mal einen Bagger. Und der Bagger wird jetzt mal den LKW ein bisschen anschieben, weil der hier vorne sich in der Wiese festgefahren hat. Der hat also hier geparkt und ich zeige euch erstmal, wie groß das Gerät ist. Und da hinten steht übrigens der Bagger, den wir gleich anschmeißen werden, von Volvo. Haben wir übrigens ein eigenes Video zugedreht, Vorstellung von einem Bagger. Und hier, ja, das ist der Tieflader. Spannend. Ja, die Achsen lenken natürlich mit. Anders ging das ja gar nicht. Da kommt der Bagger. Und der schiebt ihn jetzt mal ein bisschen an, hat er gesagt. Denn wenn man sich in der Wiese festgefahren hat, das ist für eine Baufirma kein Problem. So, da vorne steht er, hebt ihn mal kurz an mit der Schaufel, schiebt sich rüber. Krass. Und Gas. Es regnet ein bisschen. Alles ist wirklich matschig. Das sieht man gleich auf der Wiese. Und ich schiebe den gleich mal ein bisschen an. Unglaublich. Jetzt schiebt er noch ein bisschen rüber. So, stell dich mal kurz vor. Walter Schwinn ist mein Name, von der Firma Gebrüder Schwinn.
Ja, du hast was Cooles gemacht. Du hast den Bagger geholt und hast ihn eben hochgehoben so ein bisschen. Ja. Den Hintern hochgehoben, damit du etwas besser rumkamst. Ja, ich ziehe so einen Schnitt die ganze Oberfläche nochmal auf mit den Ketten. Genau, so ist es. Du bist Profi. Wir hatten ein kleines Problem. Wir beschreiben das mal ganz kurz. Ganz am Anfang. Ich schneide das auch nochmal rein. Du bist in der Wiese hängen geblieben. Die ist pitchnass. Ja, Tiefler, da steht halt jetzt seit 14 Tagen und hat halt nur geregnet. Und jetzt sind wir halt nicht so wirklich rausgekommen. Da habe ich ihm einen kleinen Schubs müssen geben. Kleinen Schubs. Kleinen Schubs. So, so ist es. Ja, wir machen kurz einen Cut. Du fährst das Fahrzeug jetzt mal weg. Genau. Und bis gleich, bleib dran. So kleine Details. Länge von dem Fahrzeug hier? Anhänger? 20 Meter. 20 Meter. Im Gesamten 20 Meter. Das ist zulässig. Ja, ja, mit Ausnahmegenehmigung. Sonst nicht. Stark. Gut, walte deines Amtes, Walter. Vorne sieht man die Bremsleitung. Schon alles schon so ein kleines bisschen anders. So, er kommt nämlich jetzt auf die Straße. An der Schuh? Ja. Ich glaube, den zu fahren mit den Schuhen, das wäre eine Frevel, oder? Ja, nee, das mache ich nicht. Nee. Da der doch wie im Wohnzimmer ist, fahre ich eigentlich nicht mit so Schuhen. Sehr vernünftig. Ist der neu, der hier? Ja, ja, und 2 oder 3 Monate, ja. Okay, cool. Es steht nichts dran. Was ist das für ein Modell? Ein R. R was? Ja, ist ein Scania R V8. Okay. Ja. Und stark. Ja. Power. Ja, Power. Wie viel Power hat er? 650. 650 S? Ja. Nee. Da ist hinten noch eine entsprechende Achse drauf, die ist aber nicht angetrieben. Nee, das ist nur eine Vorlaufachse. Die brauche ich für das Gewicht, brauche ich nicht mehr. Weil ich fahre, kann ich keins in der Fahrzeugkombination 57,5 Tonnen als Gesamtgewicht fahren. 57,5 Tonnen. Genau, genau. Und abzüglich im Leergewicht kann ich irgendwo noch 33 irgendwas Tonnen laden. Ich habe mich immer gefragt, wenn jetzt irgendwie auf der Autobahn solche Schilder sind mit 4,0 drauf. Wer in Gottes Namen mehr wie 40 Tonnen wiegt? Du? Ja, ich auf jeden Fall, ja. Doch, ja, immer eigentlich. Doch. Alles klar, ja. Fahr mal. So, ich stelle uns mal hier an die Bushaltestelle. Noch einer darf noch durch. Wir stehen jetzt mitten in Beckingen an der Saar, auf einer großen Baustelle. Ja, der ist tief, der Tieflader, ne? Ja. Cool. Gebrüder Schwinn. Ist da was entsprechend vorzubereiten? Ja, Tiefteller muss auseinandergebaut werden. Ist ein abnehmbarer Schwanenhals. Da täsch ich mir kuppeln jetzt das vordere Teil mit dem hinteren Teil ab, für dann von hier halt die Maschinen aufzuladen. Echt? Ja. Okay. Schnell gemacht. Schnell gemacht. Großes Fach drin, Handschuhe. So, ja, ja, ja. Immer schön pumpen. Beschreib mir mal, was du machst, bitte. Also ich schau mal jetzt als allererstes Stück Holz, das ich auf meinen Rahmen lege, weil die Halsabstützung verkratzt mal sonst den Rahmen. Das will ich nicht. Okay. Das
finde ich nur das passende Holz, finde ich gerade nicht. Oh, ich glaube, das geht doch. Achtung, PKW. Ja, PKW. Ich zeig das mal gerade. Da vorne ist das Holz. Okay, ich hab's verstanden. Die Bremsen. Ja, Druckluftverbindung, genau. Und jetzt? Im Moment fahren die Boden schnell. Im Fahrniveau bleiben, dass der Schwanenhals auch im Rahmen abgestützt ist und nicht auf der Straße schleifen tut. So, jetzt stützen wir den dort drauf ab. So, das da ist eigentlich schon alles. Jetzt brauchen wir nur noch vorzufahren. Das mache ich mal. Jetzt habe ich auch verstanden, wie das funktioniert. Das heißt, der liegt im Prinzip auf dem Boden. Ich kann einfach drauf fahren. Ja. Starke Erfindung. Geht's langsam nach vorne. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Das ist ja stark, oder? Ja, für dich, was war das für einen Moment, wo du gesagt hast, ich gehe im Bau? Ja, also. Das wollte ich eigentlich schon immer machen. Echt? Ja. Warum? Maschinen fahren, so, das ist eigentlich Faszination seit klein auf. Es regnet jetzt, schlimm? Nö. Macht dir nichts? Nö, auf keinen Fall. Okay, das heißt, du hast nicht mit irgendwelchen Spielsachen gespielt, die für Frauen sind, nee, sondern... Nee, schon immer Ruderfahrzeuge oder so oder ferngesteuerte Traktoren und LKWs. Es ist auch selbst, dass du dich schraubst und für Motoren interessierst? Ja, ein bisschen, aber eher mehr so fahren. Okay, eher mehr fahren. Ja. Er ist schon cool, oder? Auf jeden Fall. Er hat nämlich gerade eben den Berg, ist er zweimal hochgefahren, er war etwas schneller wie du beim Anfahren. Bei dem Wetter da muss man ein bisschen mit Anlauf, da war ich zu langsam gewesen. Es regnet nämlich gerade in Strömen. Also es regnet jetzt noch nicht in Strömen, aber es fängt jetzt an zu regnen. Ich gehe mal kurz in die Bushaltestelle, zeige es mal gerade. Unglaublich! Er steht auf dem Tieflader.
ist ja unglaublich. Du hast ihn einfach mal hochgefahren. Ja, geht eigentlich. Jetzt ist so die Breite, was du erzählt hast, wird mir jetzt klar. Genau, jetzt sind wir halt genau bei 3 Meter. Und jedes weitere, was dann zum Beispiel Maschinen größer werden oder die Reifen anders da dimensioniert sind, werdet halt immer breiter. Ausnahmegenehmigung. Klar. Dafür brauche ich jetzt auch eine Ausnahmegenehmigung, so ist es nicht. Ne? Und da ist das so, dass man zahlt jedes Mal, wenn man fährt, oder zahlt man einmal im Jahr? Nee, das ist mittlerweile quartalsmäßig. Also gewisse Genehmigungen kriegt man nur bis zu 3 Monaten. Es gibt dann noch welche, die gehen bis auf ein Jahr, ganz klar. Aber normalerweise kommt immer auf das Gewicht an und auf die Strecke an. Es kann überall Baustelle eingerichtet werden. Und wenn eine Strecke genehmigt ist, dann hält es noch lange, dass ich nächstes Mal fahre. Ne? Wichtig ist auch, dass man sich nicht zu Schulden kommen lässt, da die natürlich auch dabei sind, wenn du da irgendwie Mist baust oder so. Da kann es sein, dass du sie vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr kriegst. Das ist das eine, richtig. Aber mal sagen wir so, Fehler kann immer gemacht werden. Jeder macht einen Fehler. Aber ja. Wie fällt der Fehler auf oder wie kann er ausgebügelt werden? Das ist die andere Sache. Ne? Alles klar, verstanden. So, du fährst mal kurz den holen den LKW oder genau. Was ist ja, jetzt noch zu tun? Ich lege erst nur noch mal die Leitungen hoch, dass ich die nicht kaputt fahren werde im Ankuppeln. Okay. Die müssen halt hochgelegt werden. So, es regnet mittlerweile immer mehr. Das ist alles noch harmlos, oder? Ja. So, da sind die Leitungen jetzt drin. Da steht er jetzt, unser Dumper. Das ist krass, oder? Das ist jetzt noch nicht der größte, oder doch? Doch, der Dom müsste jetzt der größte sein. Das 30 Tonnen auf einmal. Er passt kurz auf. Ja, wenn du jetzt hier so stehst und wir machen jetzt eine Doku drüber, ihr seid schon ein klein wenig die Helden des Alltags. Das heißt, ihr bewegt ja hier so eine riesen Baustelle mit ein paar Leuten. Wie viele Leute sind hier normalerweise auf der Baustelle? Also wir hatten 2 Radlader da, den Dumper und den Bagger und noch einen LKW. Und dann 6, 7 Leute? Ja. Da kommt er. Ja, das Licht sieht doch cool aus hinten, oder? Ja. Wahrscheinlich demnächst gibt es einen neuen Führerschein für dich. CE, oder? Ja, den großen LKW-Führerschein. Den, CE? Ja, den mache ich gern. Achso, du bist gerade dran, oder was? Noch nicht, aber ich kann jetzt vom Alter her noch nicht machen, aber das ist das Nächste, was kommt dann. Ab wann geht das? Ab 21 kann ich den Führerschein machen. Rauchen darf man ab 18, trinken darf man ab 18, LKW erst ab 21. Ja. Die Großen. Ja, fährt das rein. So sieht der Zug dann aus. Ich muss mal ganz weit weggehen, dass ich ihn drauf kriege. Das ist ja unglaublich. So, jetzt habe ich einen 16er Brennweite drauf und wir haben ihn gerade so drauf bekommen. So. Achse Nummer 2 ist jetzt unten. Ja, genau. Ich habe sie vorher runtergedrückt, weil die brauchen wir ja jetzt. Die muss jetzt runter. 600, wie viel PS? 50. 650 PS. Die brauchen wir, ne? Bei 40 Tonnen. Ja, brauchen ist so ein Sach, aber das hat schön sitzt haben. Rein, ne? Ja, genau. So, jetzt wären wir soweit fertig. Schläuche dran, Ketten dran, Lenkradsperren. Ja. Was noch fehlt, was du mir gezeigt hast, das machen wir jetzt nicht. Das wäre jetzt normalerweise hier die Sperre noch rein, genau, oder? Genau, auf der anderen Seite. Die habe ich gemeint. Auf der anderen Seite, da ist die Lenkradsperre drin. Was auch interessant ist, das hat gerade so gepasst, oder? Ja, der Tiefsteller ist eigentlich genau für solche Maschinen gebaut, richtig. Ist der cool. Da wäre jetzt noch ein bisschen Platz für ein Fahrrad drauf hinten. Ja, sicher. Eine Bank wird noch drauf passen. Sag mal gerade, wie der hier sitzt. Ja. So, jetzt sind wir unter der Bushaltestelle. Das ist ein cooler Beruf, den du hast. Eigentlich schon, oder? Ja, doch. Also ich will nichts anderes machen wollen, ne? Es sind so Tage, wo du sagst, naja, hätte ich doch lieber Bankkaufmann gemacht. Nee. Der ist noch nicht vorkommen, der Tag. Der ist noch nicht, Bankkaufmann? Nee. Das wäre jetzt keine Alternative für dich. Nee, für mich nicht. Ich bin irgendwie auf Maschinen großgekommen, von klein an. Ich will so, jetzt da wäre jetzt die Sperre. Genau, das ist eigentlich nur noch... Ist es schwer, die ranzumachen? Nee, eigentlich gar nicht. Normal kann man sie gleich rummachen, ja.
So, wir haben das nur gefaked. Der kommt natürlich gleich wieder auf die Baustelle. Den brauchen wir ja hier. Und sag mal, dass du auf... Jetzt geht. Man müssen eventuell ein bisschen lenken, aber ich bin akkurat gerade. Du bist akkurat gerade. Ist das jemals vorgekommen, dass du auf eine Baustelle kamst und die Maschine war weg? Nee, bis jetzt noch nicht. Zum Glück, nee. Nee. Das irgendwie, ich meine, so ein Teil fällt ja auf, wenn du das irgendwie in Luxemburg über die Grenze fährst, zum Zigaretten holen. Ja, doch, das stimmt. Also bis jetzt noch nicht vorkommen, hoffentlich passiert das auch nie. Aber es sind halt doch schon Geräte, die nicht gerade, der kleine Radlader, den wir jetzt gleich noch brauchen, für die Straßen mal sauber zu machen mit der Kehrmaschine. Ja. Das ist schon eher so ein Modell, der wird halt doch schon öfter mal mitgenommen. Ne? Ja. Den kann man auch einfach hinsetzen und Abfahrt, ne? Den fährt man, den tut man nicht aufladen. Das okay. Aufladen, das hält dir auf und da ist ja immer irgendetwas, was da auffällt. Fällt doch so ein bisschen auf hier im Wohngebiet, oder? Ja, wenn du mal so eben mal sowas auflädst. Aber es ist so, die meisten Leute fragen ja nicht, oder? Wenn du es einfach machst, du bist dreist genug? Selten, ja. Also das ist wirklich so, ja. Also ich fahre auch viel für andere Baufirmen. Und wenn ich da nachts oder abends die Maschinen umsetzen, weil ich sie selber aufladen kann, dann habe ich damit das Problem nicht, dass da Leute kommen und mich fragen, was ich da mache. Also das ist noch nicht vorkommen, wirklich nicht. Du kannst da mitnehmen, was du willst. Ja, eigentlich jetzt schon. Muss man sagen, so einen Tieflader hat auch nicht jeder. Du hast ein Kennzeichen aus Merzig. Ja, sicher. Ich meine, ich sage ja deswegen. Es wird ja doch irgendwie jemand mich sehen. Aber es ist halt einfach die Sache, es ist noch nie einer bei mich gekommen. Und ich fahre relativ oft für andere noch Baumaschinen. Und ich habe auch einen Schlüsselbund mit vielen Universalschlüsseln. Also wirklich, der kann die Maschinen abends abstellen. Ich gehe sie holen. Am nächsten Morgen ist er halt an der nächsten Baustelle und geht weiter. Ne? So, wir haben 12 Uhr, wir drehen noch ein Video. Ja. Ihr könnt jetzt mal abladen, die Maschine. Ich mache die Cam mal wieder trocken, denn es regnet mal wieder. Und vielen, vielen Dank fürs Interview. Ihr seid von der Firma Schwinn. Genau. Du bist der Walter. Schwinn, ja, genau. Da steht auch drauf, Gebrüder Schwinn. Du hast noch einen Bruder? Zwei. Der Thomas und der Christian Schwinn. Okay, genau. Die machen dasselbe Video. Zum Teil, ja klar. Da ist einer Bankkaufmann. Nee, der Thomas, der ist hauptsächlich der Büromensch. Okay. Und der Christian, der kümmert sich halt auch um seinen Zweig, sag ich mal, wobei dieser Zweig da mit dabei gehört. Mein Zweig ist eigentlich hauptsächlich Transporte, also alles, was unsere Fahrzeuge sollen transportieren, ob das von Spezialtransporten über normale Kipper oder Plane oder Plateau, ist alles dabei. Und ja, wie gesagt, hat jeder seine Abteilung. Ich habe noch eine kleine Frage. Jetzt sind wir hier Ortseinfahrt ist hier Beckingen. Ja. Jetzt ist das Ding ja relativ lang. Ja. Kommt man hier einfach so unten durch an der Kirche neben der Bäckerei, so beim Einfädeln? Wie fährt man so ein Ding mit der Länge? Das ist, gut, die Länge ist Erfahrung, sage ich jetzt einfach mal. A, ist es so, ist er hydraulisch gelenkt, also so wie ich vorne fahren, so lenkt er eigentlich nach. Ich kann zusätzlich hydraulisch mit einer Fernbedienung noch nachlenken. Cams hinten vorne an der Seite? Nee, noch nicht. Ich habe zwar eine, wo ich dran machen wollte, aber ich hab's noch nicht dran. Nee. Also das kommt aber noch, ja. Hin kommt eine hin. Aber das Hauptproblem ist halt die Pkw-Fahrer, die einem entgegenkommen. Ich meine, man hat nicht mehr wie Rundumleuchte vorne und hinten, klar, aber du wirst halt irgendwie nicht mehr wahrgenommen mit der Sache. Das ist, ja. Der ist doch unglaublich groß, das nimmt man doch wahr. Aber die fahren, ich sage es immer mal, das ist meine Spur, der hat jetzt stehen zu bleiben. Ne? Das ist so, also ich fahre ja auch ein großes Wohnmobil. Ja. Die fahren ganz eng an dich ran, hupen denn und warten dann, du kannst ja eh nicht zurückfahren und ich bleibe einfach stehen. Nee, irgendwann nach 10 Minuten merken sie, sie müssen zurückfahren. Ja, das ist auch so. Auf der Autobahn ist das anders da. Du fahrst da und es ist eine Abfahrt, 200 Meter vorher, wenn einer, der muss halt von der Überholspur noch die Abfahrt rennen. Ne? Das ist halt auch einfach gang und gäbe. Ich meine, ein bisschen mehr Rücksicht auf alle Verkehrsteilnehmer wäre einfach manchmal ein bisschen besser. Interessant war auch noch, ihr hupt immer so, ihr habt so Hubzeichen, um euch gegenseitig zu verständigen. Das ist interessant, das heißt, es geht los, heißt das? Ja gut, man muss sich ja irgendwie verständigen. Entweder man hat auch viel Funkgerät, wo man dann halt sagt, aber wie es halt wirklich ist, gerade im Bagger, ich hab zwei Joysticks, die ich muss bedienen, ich habe aber nur zwei Hände. Wenn ich hub jetzt, oder wenn ich jetzt könnte irgendwas mit dem Fuß machen, da wäre das vielleicht einfacher, aber ich habe ja nichts anderes. So, dann ist die Hub ist auf dem Joystick, das geht halt am einfachsten. Ne? Super, ich danke dir herzlich. Wir sind in Beckingen im Jahr 2020. Heute drehen wir am 6. Oktober. Ich bin auf einer Baustelle und ich gehe jetzt mal ganz weit zurück. Ihr bleibt mal da stehen, dass ich den ganzen Zug nochmal draufkriege für die Abmoderation. Das sieht so cool aus. Ich muss nach rechts gehen, sonst kriege ich nicht drauf. Da ist er komplett drauf mit dem Weitwinkel. Ja, vielen, vielen Dank. Tschüss.